Überall in Freiburg stoßen sie in der Altstadt auf die Bächle. Sie sind hübsch anzusehen, aber eigentlich waren die Freiburger Bächle einmal da, um die Bürger der Stadt mit Wasser zu versorgen. Heute aber findet man darin so einige außergewöhnliche Sachen. Manch größere Bächle haben sogar gefährliche Bewohner. Und das Riesenbächle ist an der Flusstreisam, aus welchen die kleinen Bächle mit Wasser gespeist werden. Aber in der Freiburger Altstadt sind die Gewässer nicht der einzige Hingucker. Neben den hohen Türmen des Schwabentors, errichtet um 1250, und des Martinstors, errichtet etwa um 1202, gibt es hier einen, der alle überragt. Der Turm des Freiburger Münsters, gebaut von etwa 1200 bis 1513. Das Freiburger Münster mit dem schönsten Turm der Christenheit ist das Wahrzeichen der Stadt. Und wenn draußen auf dem Münsterplatz die Stände des Münstermarktes aufgebaut sind, kann man hier ein Freiburger Original probieren, die Lange Rote. Neben der leckeren Wurst gibt es hier natürlich noch weitere regionale Produkte. Freiburg liegt am Markgräflerland, das bekannt ist für seinen Weinanbau. Neben Wein wird in der Freiburger Altstadt auch ein hervorragendes Bier ausgeschenkt, und zwar in der Hausbrauerei Feierling. Hier kann man drinnen oder im Biergarten zum Beispiel ein leckeres Inselhopf trinken und die passenden Speisen dazu genießen. Freiburg wird auch die Hauptstadt des Schwarzwalds genannt. Und wenn man mit der Schauinslandbahn, der längsten Umlaufseilbahn Deutschlands, auf den Freiburger Hausberg, den Schauinsland, fährt, ist man schon auf 1220 Metern. Und die paar Meter bis zum Schauinslandturm auf dem Gipfel des Berges auf 1284 Metern sollte man auch noch überwinden. Sie werden mit einem Vorgeschmack auf die Berge des Schwarzwaldes belohnt. Vom Berg aber wieder in die Stadt. Hier gibt es noch eine wichtige Regel zu beachten. Wer in ein Freiburger Bächle hineintritt, muss einen Freiburger oder eine Freiburgerin heiraten. Also aufpassen!